Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, jetzt sind wir endlich an meiner, ich denke mal, Lieblingsstation angekommen, nämlich, ich denke, es ist die Entbindungsstation. Es könnte auch irgendwie die Frauenarztstation sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, was das oben links bedeutet, was da auf Englisch steht. Aber wir werden es auf jeden Fall zusammen herausfinden. Also starten wir einfach mal ganz schnell. Schließe 15 Behandlungen in einer Minute ab. Oh je, das Wartespiel. Okay, also ich muss die alle direkt hintereinander. Ach, hier steht es ja auch: Entbindungsstation. Okay, warum kann man sowas denn nicht hier oben auf Deutsch schreiben? Naja, wir werden mal sehen. Es ist schon sehr spät. Ich hoffe, dass ich das überstehe. Oh je. Was ist hier los? Ich kenne den Grund nicht, aber es scheint, dass beide Personen eine Art von Episode erleben. Wir müssen die Transplantation schnell beenden, Jenny. Ich will, dass du sie ruhig hältst, während ich das hier abschließe. Nebenbei mal eben. Ganz ehrlich, die hat doch einen Brustkorb, als ob die ein Mann ist, oder? Aber was ist mit Allison? Die Probleme mit der höchsten Priorität werden zuerst angegangen. Ah, was soll ich machen? Nee, Mathildas, wie soll ich das denn machen? Hallo? Jenny! Ich kann sie nicht mehr halten. So wird das nichts. Gib ihr 2 Kubikzentimeter. Oh Gott, Penpopetrin. Das hört sich so nach Popel an. Ist das nicht gefährlich? Sie so offen zu lassen, ist gefährlicher. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich glaube, das gehört zur Story, oder? Guckt der jetzt das Bein an oder guckt der die offene Wunde an? Ah. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Da draufklicken? Und schlechte Nähte machen. Okay, verstehe. So, so, so. Oh Gott, und das muss ich jetzt machen oder was? Du kannst sie jetzt schließen. Ich kümmere mich um Allison. Ich habe gerade erschießen gelesen, Leute. Tut mir leid. Oh nein! Durch die krampfartigen Bewegungen sind die Nähte wieder aufgeplatzt. Stimmt, die war eben noch zu. Ihr Sauerstofflevel ist viel zu niedrig und sie verliert auch viel zu viel Blut. Hallo, wo hat der die Spritze gerade reingedonnert? Das müssen wir säubern, okay? Also das Blut raussaugen sozusagen. Er stand ja auch oben, sauge die Flüssigkeit ab. Jenny, kannst du Allison anschließen, während ich sie zunähe. Oh Gott, ich glaube, es ist wirklich zu spät. Ich lese dauernd andere Sachen. Ist es so schlimm? Es ist auf jeden Fall nicht gut. Oh nein. Aber sie sind beide wieder zugenäht und abgesaugt. Tut mir leid, ich weiß, das ist natürlich keine schöne und nicht, keine lustige Situation, wenn sowas real ist, aber es ist wirklich gerade irgendwie. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Genau, kommen wir mal von den dramatischen Situationen im OP direkt mal auf die Babystation. Und sieht man schon etwas? Nein, nicht wenn du deinen Arztkittel trägst. Dann sieht man kaum etwas. Danke, ich will es einfach noch nicht allen sagen. Vor dem dritten Monat sieht man sowieso noch nicht mal ansatzweise was. Ich hatte gehofft, dass Allison es als Erste erfahren würde. Wie geht es ihr? Weder sie noch ihre Mutter sind wach. Es gab während der OP einige Komplikationen. Und sie müssen ihnen etwas zur Stabilisierung geben, bevor sie sie wieder aufwecken. Wenn alles nach Plan verlaufen wäre, dann hätte sie heute hier ihren ersten Tag gehabt. Ich hoffe, dass sie es schafft. Ich auch. Aber versuche dir nicht allzu viele Sorgen zu machen. Das ist nicht gut für das Baby. Wann hat es überhaupt schon einmal funktioniert, dass man sich nach "Mach dir keine Sorgen" auch wirklich keine Sorgen macht? Ach, Verzeihung. Ist schon in Ordnung. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fühle mich gerade, als ob ich Drogen genommen hätte. Dabei habe ich noch nicht mal. Doch, Kaffee habe ich getrunken, aber sonst gar nichts. Wir haben wieder eine neue Station, was natürlich nicht besonders schön ist, weil wir
wieder alles hier neu bezahlen müssen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Sitzen, weil da die Patienten ja doch meistens sich am ehesten stauen. Und dann sitzen die wenigstens auch gemütlich mit den Kindern. So. Ich schließe 15 Bahnen. Ich weiß gar nicht, wohin. Ja, dahin. Ich muss erstmal gucken, wo ihr hin müsst, Leute. Seid ihr das? Ja. Okay, dann schnell da gucken. Okay, schnell da gucken. Was ist das denn für ein Quatsch hier? Schnell da gucken. Ach so. Ich will die Giraffe holen. Och, Leute. Muss das so kompliziert sein? Geh rüber. Los. Hallo. Junge. Ist das dein Ernst jetzt? Wieso bewegt er sich jetzt nicht? Hallo. Ist das jetzt verbuggt oder was? Leute. Ja, toll. Ist nicht dein Ernst. Also gut, er hat keine Lust, irgendetwas zu machen. Weil, wie ihr hört, hier, wenn ich auf die linke Taste drücke, tut sich gerade gar nichts. Das heißt, das versaut mir jetzt gerade diese Runde. Und da können wir auch nicht hin. Nee, wir können gerade gar nichts machen. Ich pausiere mal eben. Vielleicht geht das dann. Nö, können wir immer noch nichts machen. Ja, schade, schade. Es hat so traurig lustig gestartet und jetzt passiert gar nichts mehr, weil er einfach keine Lust mehr hat, sich zu bewegen. Dann werde ich mal kurz einen Neustart machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Och, komm, ey. Mann, überspringen Team ist doch einfach. So, auf ein neues. Dich holen wir runter und ich hoffe, dass er dann nicht direkt bei dem ersten jetzt hier stehen bleibt und wieder nichts mehr macht. So, er geht wieder rüber. Okay. Einmal hoch runterziehen und dann bitte zum nächsten. Ach so, ja, okay. Okay, also da backt er offensichtlich dann doch nicht ganz rum. So, die beiden bitte. Genau, hier hin. Du kannst dich schon mal dahin setzen. Kassier die mal schnell ab. Die ist so langsam hier unterwegs. So. Genau, den setzen wir schon mal hier hin. Und ein- und ausatmen, bitte. So, zu ihnen, zu ihr, zu ihnen. Einmal Gleitmittel wollte ich jetzt gerade sagen. Was soll ich denn machen? Ah! Ah, ist das süß! Okay. Ja, cool. Ah, ha! Oliver, Oliver, Oliver! Ich habe Oliver gefunden! Oh mein Gott! Okay. Weiter geht's. Danke und auf Wiedersehen. Wir nehmen erstmal das Ding. Nein, nimm das Ding. Ja, brav. Nein! Ja, wir gucken das Baby an. Kein Thema. So, geh dahin. Geh dahin. Och, das ist immer dieses dämliche Ziehen. Dann will ich immer was anderes machen. So, dahin, du schon mal dahin. So, schnell abkassieren hier. So, dahin, zack. Ein Ausatmen, das geht auch schneller hier. So. Oh, wir haben keine Giraffe, da unten. Genau, schnell die Giraffen auffüllen. Weiter, 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 weiter. Los, 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 wir sind hier unter Stress. Wir können das hier nicht einfach so. Ja, ich weiß, du willst auch noch bedient werden. Ich muss aber erstmal die anderen bedienen. Tut mir leid. So. Das. Das. Ach, jetzt müssen wir wieder die Babys freilegen hier. Hallo? So. Hat er gezählt, obwohl es nicht ganz freigelegt war, aber okay. So, die schnell. Wieso kriegen die bei uns eigentlich kostenlose Klamotten? Sowas habe ich noch nie erlebt. Mitten auf der Entbindungsstation. So. Okay. Was ist das denn hier? Wie süß. Habe ich jetzt hier in der richtigen Runde eigentlich einen Oliver gefunden? Oder war das in der Runde, die kaputt gegangen ist? Ich weiß es gerade gar nicht. So, du kommst hier hin.
Giraffe. Dahin, du dahin. Einmal untersuchen, bitte. So, schnell abkassieren. Zack, zack. Auffüllen. So, zwei müssen jetzt reichen. Du nach hier. Komm, komm, lauf schneller, Mädel. Ah, ich wusste es. Und dann drücke ich natürlich zu schnell. So, einmal Baby, bitteschön. So, dich untersuchen wir in der Zeit, bis die endlich mal angelaufen kommt hier. Einmal untersuchen und einmal ein- und ausatmen, so wie man das immer macht, nicht nur während der Schwangerschaft. So, ihr kommt schon mal hier hin. Guten Tag und auf Wiedersehen. So, einmal zack und zack. Fürs Baby kostenlose Behandlung und kostenlose Strampler. So. Okay, sehr schön. Jetzt kann man den wieder nicht nach da bringen. Das finde ich doof, dass man den nicht einfach schon mal im Vorfeld dahin beordern kann, sondern dass der dann nur dann dahin läuft, wenn da jemand sitzt. So, okay, tschüss. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Strampler. So, die kommt jetzt auch hier rein. Ich hätte vielleicht was essen sollen, falls ihr das jetzt gerade gehört habt. So, schnell. Ihr kommt schon mal hier hin. Ach, mein Gott. Ja, ist ja gut. Mach, 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 mach. Komm, wir müssen Baby freilegen. Schnell. Strampler und Socken, wie immer. Die dürfen noch nicht frieren, die guten Kleinen. Nochmal schnell untersuchen, ob er nicht total erfroren ist, bevor er die Klamotten angezogen hat. Und dann gib ihn. Yes! Schließe 15 Behandlungen ab, habe ich geschafft. Und ich habe Oliver gefunden. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Neues Minispiel, Windeln wechseln. Ach du Scheiße. Hilft den frisch gebackenen Eltern, indem du ihnen demonstrierst, wie man eine Windel wechselt. Ich hoffe, man muss da nur draufklicken und nicht die Windeln wechseln. Einige Babys spielen gerne. Halte ein Spielzeug bereit, um sie abzulenken. Ich befürchte das Schlimmste. Oh je. Daniel. Allison geht es nicht gut. Ich weiß. Ich habe ihr einige Karten mitgebracht. Du schaffst das, Karte. Oh Gott, ist das geil. Okay. Princess grüßt dich. Wer ist denn Princess? Little Creek braucht dich. Sei stark, Allison. Komm zu mir zurück, Allison. Ja. Und mit dieser traurigen Szene werden wir uns Mathildas Nierentransplantation zuwenden. Nee, Moment, erneut spielen. Ach so, das war das, was wir eben gemacht haben. Okay, dann machen wir jetzt Emilys Kantinenübernahme. Scheiße, ist auch nicht viel besser. Pass auf, Emily, es ist unglaublicher Hochbetrieb. Ja, ich sage ja, das ist auch nicht viel besser. Oh Gott, schon wieder ein neuer Artikel. Nein, tut mir das doch nicht immer an, Leute, ganz ehrlich. Das, wo ist denn das andere? Das? So, einmal, zweimal, du kannst dich schon mal hinsetzen, du kannst jetzt hier hingehen, euch kann ich schon mal. Wo sind die Dinger denn hier? Und da? Da, du gehst dahin, deine Sache habe ich auch schon. Du gehst dahin, das sind, glaube ich, die hier. Nee, das sind die hier, scheiße. Dann gehen wir die mal eben schnell und. Ach, wir haben die noch gar nicht gegeben. Oh mein Gott. Ah, jetzt will der noch was haben. Willst du mich denn veräppeln? Und das? So, das? Das? Dann kassieren wir mal schnell ab, während wir die hier mal eben total verwirrterweise falsch herum irgendwie der Gegend rumbuxieren. Keine Ahnung. Okay, das, das. Dich setzen wir schon mal hier hin. Wir brauchen aber auch eine Orange. Jetzt weiß ich gar nicht mal, was ich hier alles habe. Moment, das habe ich, dich habe ich, dich habe ich, du wolltest das haben. Zack, einen Kaffee. Komm schnell. Und ja, du schon mal hier hin, du hier hin, Kaffee. Du kannst dich. Oh, ich sehe meine eigenen Dings hier nicht mehr. Du kannst dich schon mal hinsetzen. So, zack. Euch kassiere ich mal eben schnell ab. Du kannst dich da zu deinem eigentlichen Schatzi setzen. Achso, der hat den Kaffee ja schon. Moment. Ah, Moment, der brauchte den.
Oh, Hilfe, wo sind die Eier, Eier, Eier? Irgendwas mit Toast war das. Das. So, das, Toast mit Eier. Hier, Donut, blau. Da. Das, da. Hier muss ich irgendwas auffüllen, glaube ich. So, wenn du schon mal hier stehst, dann mach das schon mal. Füll das schon wieder auf hier. Ihr könnt euch schon mal alle hinsetzen. Oh mein Gott, ich wusste, das wird stressig. Aber dass das so stressig wird, habe ich jetzt nicht geahnt. Boah, ich kann auch gar nicht mehr reden hier. So, das, das. Los, los, los. Dann das einmal. Das einmal. Oh mein Gott, und jetzt kommt das schon wieder. Das hasse ich. Doch, dich habe ich doch schon angeklickt. Jetzt ess endlich. So, das mit das. Und das, glaube ich, ne? Das bist du. Du gehst runter, du setzt dich hin, du setzt dich hin. Das brauchen wir einmal. Tee brauchen wir einmal. Und zack, das einmal dahin. Dann müssen wir die aber mal schnell abkassieren hier. Ja, macht hin, macht hin, macht hin. So, für sie habe ich, glaube ich, noch. Dann einmal die grüne Flasche. Du kommst nach hier hin, grüne Flasche. Du kannst dich dahin setzen. Das, das, das. Bin ich gerade überlegen. So, Moment. Da, das Blaue, dahin. Du möchtest einen Kaffee haben. Ah, Hilfe. Ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt 2 Sterne erreiche, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, du hast den Kaffee und ich habe, glaube ich, gleich Schichtende. Oder habe ich schon Schichtende? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade so durch, Leute. Ey, das könnt ihr nicht glauben. Iss du mal ruhig in Ruhe zu Ende, kein Thema. Oh, oh mein Gott. Dann habe ich sogar durch meine Kopfhörer gehört, dass mein Magen hier die ganze Zeit im Knochen war, was ich gar nicht verstehen kann, weil ich habe ja eben erst gegessen. Aber immerhin 2 Diamanten für diesen Hickhack, den ich hier gerade veranstaltet habe. Oh mein Gott, wir gehen jetzt am besten erstmal weiter mit der Hauptstory. Aufgeräumt wird später. Räume die Unordnung von der Teeparty auf. Oh je. Okay. Ich denke nicht, dass ich es einer wütenden Tochter empfohlen hätte, ihre Niere zu spenden. Nun, sie hat diese Entscheidung ganz alleine getroffen. Und die Vergangenheit ist nicht relevant. Es ist ja schließlich ihre Mutter. Ja, auch wenn Allison es nie zugeben würde, ihre Mutter hat sie zu der Person gemacht, die sie heute ist. Mein Punkt ist ja nur, dass es jetzt nicht leichter für die beiden wird. Also ich mache mir darum keine Sorgen. Ich habe da so ein Gefühl, dass Allison aufwacht und ihrer Mutter vergeben wird. Das hoffe ich. Gehen wir wieder in die Arbeit. Ja, genau. Einfach mal alles auf der Entbindungsstation liegen lassen. Sophia, haben dir die Kekse geschmeckt? Sie waren unglaublich lecker. Reine Bio-Kekse, direkt vom Bauern und gut für das Baby. Du kannst sie haben, wenn du magst. Ah, oh, danke, Chance. Ah, wobei Kekse generell nicht gut sind, auch wenn es Bio-Kekse sind, ne? Ja, da stehst du jetzt dumm da, ne? Jetzt musst du den ganzen Kram hier alleine aufräumen. Was haben wir denn hier? Das sind die, die an der Kasse warten. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich kaufe jetzt mal einfach das für die Kasse. Das könnte eventuell das Beste sein, was ich jetzt gerade machen kann. Und dann, oh nee, das ist schon wieder ein neuer Artikel. Muss ich ihr jetzt zeigen, wie man ein Kind, ach, ein Kind entbindet, wollte ich gerade sagen. Wie man die Windel wechselt, ich hoffe nicht. So, einatmen, ausatmen, Leute. Hin- und Herlauf ist keine gute Sache, ich weiß. So, schnell dahin. Was muss ich denn überhaupt machen? Keine Ahnung. Du solltest was in die Hand kriegen, ich sollte deinen Hintern wechseln. Ah, deinen Hintern wechseln? Ich meine natürlich nicht den Hintern, sondern die Windel wechseln. Okay, dich können wir schon mal abkassieren. Der braucht, glaube ich, noch ein Weilchen hier, beziehungsweise die braucht noch ein Weilchen. So. Du kannst schon mal mit dem Baby nach hier gehen. Wir müssen erstmal atmen lernen. Beziehungsweise die Kollegin, also die Dings hier. Die Patientin muss atmen lernen. Oh mein Gott, ich kann echt nicht mehr reden heute. Je später der Abend, umso schlimmer wird es. So, das war klar. Du klaust mir das, also müssen wir das so machen. Okay, ich habe den Dreh raus. Giraffe. Giraffe fürs Kind. Dich handeln wir mal kurz ab. So. Beziehungsweise euch. So, ach so, das war das, genau. Einmal Baby ist da. So, einmal kurz untersuchen. War klar, dass jetzt direkt der nächste kommt.
Was möchtest du denn haben? Du möchtest angezogen werden, weil es natürlich ein bisschen kalt ist, wenn du hier so nackt rumliegst. Kann ich nachvollziehen. So in der Zeit machen wir das schon mal. Kann ich schon mal dahin laufen? Du gehst nach hier unten. Wir atmen mal eben schnell. Dann werden wir hier mal kurz untersuchen, da mal kurz untersuchen. Dann wollen die wieder irgendetwas Zusätzliches haben, wie immer. Jetzt wollen sie noch einen Ultraschall. So, jetzt hat er es wieder nicht mehr angenommen, denke ich mal. Giraffe, komm, Giraffe. Einmal das. Und nochmal eine schnelle Behandlung obendrauf. So, dann werdet ihr abkassiert. Tschüss und auf Wiedersehen. In der Zeit, wo der da ist, kann ich hier schon mal ein bisschen auffüllen. Ach, das ist doch schön. Du gehst nach da unten. Was brauchen wir denn für dich? Nochmal Behandlung, okay. So, du brauchst auch wieder Klamotten, damit dir nicht kalt wird. Ich hole mir auch direkt schon mal hier rüber. Einmal Windel wechseln. Ja, du klaust mir schon wieder die Sachen, das war mir so klar. So, einmal die Giraffe für den jungen Herrn. Einmal auf die Spieldecke, damit wir euch abkassieren können in der Zeit. Irgendwo muss ja das Geld herkommen. So, du möchtest Creme haben, kein Thema. Ach nee, keine Creme, sondern Ultraschall, das war's. So, einmal bitte zur Kasse. Alle anderen bitte auch. Sehr schön. Da müssen wir mal eben einmal auffüllen. So. Tut schon wieder das Handgelenk weh, aber das kann man ja nicht drehen in der Zeit, weil irgendwie alles immer Schlag auf Schlag geht. So, was möchtest du? Du möchtest untersucht werden, okay? Dann einmal nochmal schnell ein Ultraschall. Guck mal, ein lächelndes Baby. Alles in Ordnung mit dir. Du gehst nach da oben. Alles schön. Vielen Dank und auf Wiedersehen. So, du dahin, du dahin. Irgendwie kommen immer nur die gleichen Leute hier an, habe ich so das Gefühl. So, ja, du klaust mir das wieder. Ja, ich weiß, das habe ich schon verstanden. Geh jetzt rüber. So, einmal. Zweimal. Warum ist der jetzt so fasziniert davon, wenn er den Baby Klamotten anziehen kann? Ich weiß es nicht. Da! Oliver! Oliver, ich habe Oliver gesehen. Okay, gut. Dich müssen wir nochmal untersuchen. Und wahrscheinlich kriegst du auch gleich wieder einen Ultraschall. Doch nicht? Okay. Du gehst schon mal dahin. Einmal atmen bitte. Und dich kassieren wir ab. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Für dich holen wir schon mal eine Giraffe. Zack. Dahin. Wir müssen wieder atmen. Dahin. Dahin. Du gehst schon mal eine Zeit auf die Spieldecke. Genau. So, du gehst runter. Ja, halt, stopp, stopp, stopp. Nein, hol das erst. Hol das erst. Böser Arzt. Och. Ja, komm, mach. Oh, diesmal geht's? Moment, der hat mich jetzt total irritiert. Deswegen habe ich jetzt Zeit verloren. So, dahin. Eben schnell Ultraschallbild machen. Das war jetzt sehr klein, muss ich dazu sagen. Okay, wir haben aber auch Schichtende. Was will der gute Herr denn hier? Der will nur mal eben untersucht werden. Irgendwie sehen sie alle aus wie Jungs. Ich weiß auch nicht. Ich habe noch kein Mädchen gesehen. Und wir haben volle Sternepunktzahl. Wir haben Oliver gefunden und haben total vergessen aufzuräumen. Oh, Scheiße, das habe ich wirklich total vergessen. Hier liegt ja überall noch der Kram. Oh nein. Ja, das ist jetzt sehr intelligent von mir gewesen. Ich fahre jetzt erstmal eben fort, weil jetzt wahrscheinlich nur eine Szene kommt. Ja. Und daraus entsteht die Reizung des Gelenks. Dies ist dann auch der Grund für deine Knieschmerzen. War. Versuche ruhig zu bleiben. Du bist jetzt schon eine ganze Weile hier bei uns. Ich hole schnell Quinn und er wird dir alles erklären. Ich bin gleich wieder da. Das heißt wohl so viel wie sie darf nicht aufstehen? Nee, jetzt steht sie.
Oh, ja, ich glaube, sie durfte nicht aufstehen. Oh je. Sie muss alles nochmal irgendwie neu lernen, quasi. Also die Gelenke belasten. Wenn man jetzt noch traurige Musik im Hintergrund hätte. Und weiter geht's. Aber sie kann schon besser laufen und sie will es ohne Krücken probieren. Ah, ich dachte, sie fällt noch mal hin. Aber okay, sie macht das super. Und sie arbeitet sogar schon wieder. Das ist sie doch, ne? Ja, das ist sie. Sie ignoriert ihre Mutter zwar weiterhin, aber sie arbeitet wieder. Ich danke, Ellie, dass du mein Leben gerettet hast. Ich warte. Ich habe das nicht für dich, sondern nur für Ryan getan. Ich habe das getan, damit du endlich aus meinem Leben verschwindest. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Wir wissen ja beide, dass du das perfekt beherrschst. Ja, gehe 600 Schritte. Oh, das wird für mich definitiv nicht schwer werden. Aber das werden wir jetzt erstmal nicht machen, weil nach diesen doch sehr wütenden Szenen, die wir gerade gesehen haben, werden wir erstmal eine Pause machen. Und ich denke, ich werde offline dann auch mal gucken, dass ich hier diese eine Folge dann nochmal wiederhole, eventuell schon vor der nächsten Folge. Und ja, das hat mich jetzt doch sehr gewurmt, weil ich jetzt überhaupt nichts aufgeräumt habe und das dann doch schon gerne gemacht hätte. Ich verabschiede mich auf jeden Fall erstmal von euch und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.